So, da bin ich wieder, euer Bioschmied mit LS19 und der nordfriesischen Marsch 1.3. Es gibt jetzt 1.4 schon, habe ich heute gesehen. Ja, muss mal gucken, ob das funktioniert mit dem Safe Game, ob ich das mitnehmen kann oder ob ich dann alles nochmal neu anfangen muss. Wäre natürlich schade, weil ich natürlich hier auch schon ein bisschen umgebaut habe. Müssen wir dann sehen, ne? So, jetzt, wie machen wir das denn am besten? Wir stellen den Hänger jetzt hier neben. So machen wir das. Dann kann er nämlich von Nord nach Süd, von Süd nach Nord. Von Nord nach Süd. Helfer aus. Dann werden wir jetzt gleich noch eine Ladung Soja wegfahren. Immer noch so viel Geld über jetzt. Ich habe gedacht, dass die Schafe wären teurer gewesen. Aber okay. Ich wollte es nur schon mal einfahren, dass er dann auch gleich losstarten kann. Ja, genau, gucken wir mal unsere ganzen Fahrzeuge durch hier, was die noch machen müssen, können, sollen. Genau, der Grobert, das fällt hier noch. Der Kollege hat auch seine Arbeit hier abgebrochen. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Sollen wir eben gucken. Das war, glaube ich, Feld 19, genau. Also mal kurz gucken, wie weit er mit Düngen ist. So, hier das Ding rausnehmen, okay. Ja, rein theoretisch bräuchte er ja nur noch die Bahn fahren, dann müsste es ja fertig sein, oder? Was sagt ihr? Müssen wir den auch wieder nachtanken? Ja, der hatte beim Drehen, hat er sich irgendwie hier auf den Deich verhakt. Deswegen muss ich ihn jetzt nochmal nach einfahren. Also jetzt, ne? So, dann den hier. Wie gesagt, die Heuballen, das brauchen wir jetzt allerdings nicht. Wir brauchen daneben dann den Platz für die Grasballen auch. Dann können wir schon mal ein bisschen vorfahren. Beziehungsweise Heuballen. Heuballen, Grasballen. Müssen wir mal gucken, wie ich das mache, in welcher Reihenfolge. So, der ist dann auch fertig. Dann kann der wieder weitermachen. Dann sagt er mir, ja genau, das habe ich mir fast gedacht. Dann sagt er mir, der Helfer ist fertig. Ist aber gar nicht. So, und da das ja dann die Länge ist, machen wir das mal eben schnell manuell. Manuell, was hat denn manuell damit zu tun? Hahaha, voll der Flachwitz. So, genau. Ja, er fährt jetzt halt ein bisschen schneller, weil das Schneidwerk halt gemoddet wurde. Und ja, so ist das eben, ne? Manche brauchen das halt, damit das alles ein bisschen schneller geht. So. Ist er jetzt nicht weitergefahren oder was? Doch, ist er gefahren. Was war jetzt mit dem blauen? Na doch, okay. So, dann machen wir den jetzt voll und fahren den nochmal zum Hafen. Dann haben wir wieder ein bisschen Puffer, um neue Maschinen kaufen zu können. Beziehungsweise ich wollte den eventuell auswechseln gegen noch einen 900er oder so. Weiß ich noch nicht. Müssen wir mal gucken. Beziehungsweise dann erstmal zusehen, dass die Schafe... Man könnte ja zum Beispiel einen Big M holen. Das wäre so eine... Das wäre auf jeden Fall eine coole Geschichte. Ja, ich denke, ein Big M ist das nächste. Die Trecker sind ja alle noch gut. Also die, weiß nicht, es gibt ja jetzt hier nichts dran zu bemängeln eigentlich. Das einzige, was ist halt, eigentlich ist nichts. Man könnte vielleicht noch einen weiteren gebrauchen.
durch die Lohnunternehmensgeschichte halt, ne, dass, ja, oder vielleicht mal einen anderen Abfahreranhänger hier kaufen, also den Cargoliner, den Agroliner hier auswechseln gegen, weiß ich nicht, irgendwas anderes auf jeden Fall. Jetzt fahren wir mal einen anderen Weg zum Hafen. Ich weiß jetzt nicht, warum die Spritze hier. Warum die unbedingt. Ist die nicht fertig? Dümmen. 96%. Jetzt fährt er da auch noch in den Graben rein, ey, Vollidiot. Kommt er raus? Ja, gut. So, mal kurz auf das Feld gucken, wie weit das. Ach, das ist das große Stück noch hier. Müssen wir manuell jetzt einfahren, weil er das vergessen hat. Schon wieder. Was hat denn manuell damit zu tun? Was müsste jetzt schon hinhauen eigentlich? Ja, nicht ganz, aber okay. 97%. Ich habe Angst, dass ich den jetzt nochmal nachtanken muss für die paar Meter. 98%. Prozent. 99%. Oha. Fahr bloß nicht weiter. Blöd Mann. Die 23. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Ich muss nochmal nachtanken. Das ist blöd. Wirklich für so ein paar Prozentchen da noch mal so ein bisschen, weiß ich nicht. Bei Dunkelheit kann man das auch immer schlecht sehen, ne? Wo er noch machen muss und wo nicht. Doch, hier sieht man es. Bitte, bitte, bitte. Jawohl. Geil. Tank ist leer. Lohndienstleistung abgeschlossen. Perfekt. Quatsch. Da. So, abgeschlossen. 26.000. Das machen wir dann später. Wir bringen jetzt erstmal den Soja weg. Genau. Ja, 131.000. Perfekt. Und keinen Kredit aufgenommen. So. Jetzt kann man ein Video hochladen hier. Veröffentlichen. Das müsste auch bald fertig sein dann. Ja, das ist in der Verarbeitung. Dann kann ich noch meine Videos gucken. Da müssen wir noch was zu essen machen. Dann noch was trinken ein bisschen. Mich ausgefertigt machen und dann ab zur Arbeit. Ne? Ich weiß jetzt gerade nicht, was jetzt besser ist. Ja, ich will dann auch endlich einen Tausender-Fendt haben. Das ist natürlich auch noch so ein Ziel, aber ich denke mal mehr. Entweder kaufen wir uns ein Overcat-System. Das wird wahrscheinlich eher der Fall sein. Weil das kann man ja auch vor einen Trecker spannen und dann hinten dran den Schwader. Dann fährst du einfach nochmal drüber und sammelst den ganzen Rotz ein. Muss man natürlich mal alles manuell machen halt, ne? Klar, wenn du jetzt ein Big M hast oder so. Da kannst du den Schwarzblech setzen. Nimmst dann den gleichen Crossblech-Kurs und fährst dann einfach hinterher. Boah, Alter, das nervt sich echt. Fährst dann einfach hinterher und sammelst den Schwarz dann ein. Dann hast du zumindest schon mal Gras. Dann macht man das gleiche nochmal mit Heu. Ja. Dann hast du deine Heuballen. So, und jetzt bin ich eigentlich blöd gefahren, aber okay. Jetzt muss ich hier links. Ich könnte auch rechts fahren, aber da fahre ich dann wieder einen Schlenker zu viel. Ja, das ist nicht das, was ich meinte. Der Trecker ist nicht schwer genug. Ich müsste wahrscheinlich ein Frontgewicht dran machen. Beziehungsweise der Kollege könnte auch mal in der Werkstatt einrichten.
Oder einfach schmalere Reifen drauf, weil es ist jetzt ein Breitreifen drauf. Ohne Gewichte. Dann müsste das eigentlich besser gehen. Verarbeitet. So, ich habe jetzt von McManus habe ich gehört, dass ich diese Musik hier wieder hören darf. Daher. Also angeblich hat YouTube da wohl was gegen gehabt. Dann hat der Kollege, Manus ist ja ein Kollege von mir quasi, ein paar mehr Abonnenten mehr als ich, aber ist ja egal, hat da gegen ein, Klage, nee, nicht Klage, Einspruch eingelegt und hat gesagt, ja, vorher war das immer so und jetzt auf einmal nicht mehr und dann, keine Ahnung, und dann haben die das wieder rausgenommen. Also warum soll das nicht dann bei mir auch so klingen? Weil das GEMA-freie Musik ist, wegen Abgaben etc. Wobei das finde ich auch persönlich alles so ein bisschen schwachsinnig, weil jeder in Deutschland zahlt GEZ. Warum darf man denn keine Musik dafür verwenden? So, ne? Also sowas Blödsinniges eigentlich. Die regen sich mal auf, ja. Deswegen kommt der jetzt auch bei der Artikel 13. Regen sich mal auf. Bla bla bla. Wir wollen auch ein Stück vom Kuchen ab. Bla und Sülz. Und alle wollen nur Geld, Geld, Geld. Ja. Ach, egal. Was soll man sich darüber aufregen? Jetzt haben wir natürlich viel, viel, viel Geld. Jetzt müssen wir gucken, dass wir uns ein Novacat noch schnell kaufen. Das machen wir auch nochmal schnell. Also das Novacat für vorne. Das, da brauche ich nichts einstellen, das kann man so kaufen. So, dann haben wir das auch erledigt. So ein Seitenmäher wollte ich auch immer mal ausprobieren, aber hier sind zwei irgendwie. Das ist einer, vielleicht einer für vorne, einer für hinten, für rechts und für links, keine Ahnung, was das sein soll. Ne, das ist für hinten, aber den kann man dann seitlich einstellen, glaube ich. Keine Ahnung. Und der andere ist eigentlich im Endeffekt auch genau das gleiche, nur, ja, ich weiß es nicht, müssen wir mal austesten, aber eigentlich GMD 2811 und wie heißt der andere, GMD 4411, der ist dann von der Schneidbreite her breiter, ne? Gut, dann haben wir das auch erledigt, wieder 60.000 weg, 61.000, dann bringen wir jetzt den Anhänger zurück. Der Drescher ist wahrscheinlich auch fertig, dann können wir den nochmal schnell umstellen. Ne, der ist auch noch nicht fertig. Ach, der hat jetzt ganz von alleine weiter gemäht. Okay, auch nicht schlecht. Wie kriegen wir das jetzt noch im Griff? Gar nicht mehr. Gut, ja, und dann ist unsere Zeit auch wieder um. Es tut mir leid. Früher haben wir mal 20 Minuten gemacht, jetzt machen wir noch eine Viertelstunde. Weil das einfach so ist, dass ihr nur 6 oder 7 Minuten von den Videos anguckt und dann guckt ihr euch irgendwas anderes an. Deswegen ist das so. Ja. Natürlich die Leute, die meine Folgen auch ganz durchgucken, vielen, vielen lieben Dank. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen da. Abo nicht vergessen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, tschüss. Euer Biospieler.